Salon. Der skeptische Podcast aus Münster. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Hoaxilla, unserem skeptischen Podcast. Wir freuen uns sehr, euch zu dieser Premierenausgabe begrüßen zu können. Wir, das ist meine Frau Alexa. Hallo alle zusammen. Und meine Person Alexander, vielleicht die erste Besonderheit, wir sind wirklich ein Ehepaar und wir heißen wirklich Alexa und Alexander. Das schon mal so als kleine Schmankerl. Was wollen wir mit diesem Podcast machen? Worum soll es gehen? Vielleicht fangen wir mit dem Namen des Podcastes einmal an, der ja vielleicht etwas ungewöhnlich wirkt. Was soll Hoaxilla bedeuten? Hoaxilla ist ein Kunstwort und der erste Teil des Wortes ist ein in der Tat reales englisches Wort, nämlich das Wort Hoax, H-O-A-X. Und Alexa, vielleicht du als studierte Anglistin, gibst mal kurz eine Definition dessen ab, was ein Hoax im Englischen ist. Ja, das Wort Hoax bezeichnet einen Scherz oder einen Streich oder eine Falschmeldung. Hoaxes werden sehr oft per E-Mail oder generell übers Internet verbreitet. Ja, vielen Dank für die Definition des Wortes Hoax. Warum wir genau ein Hoax, einen Streich als Hauptnamensgeber für unseren Podcast ausgesucht haben, das werden wir nachher noch ausführen. Und Hoaxilla in der Kombination vielleicht so ein bisschen eine Anlehnung an ein japanisches Monster. Das war so eine Assoziation, die du hattest, Alexa, da hatte ich gar nicht so dran gedacht. Ich war so eher bei einem Internetbrowser. Also so viel zum Namen unseres Podcastes. Eingangs, auch in der Vorspannmusik hört man ja, dass wir von einem skeptischen Podcast sprechen. Vielleicht nehmen wir uns an dieser Stelle einmal Zeit, Alexa, nochmal auszuführen, was wir mit skeptisch meinen und erklären vielleicht ein bisschen, die Skeptikerbewegung, der wir uns sehr verbunden inzwischen fühlen und sagen da mal ein paar Worte drüber. Mhm. Skeptiker, natürlich sind viele Menschen sehr skeptisch, in Anführungsstrichen, als Adjektiv, aber bei den Skeptikern geht es um mehr. Die Skeptiker sind Vereinigungen und Personen, die sich den Anspruch geben, kritisch sich auseinanderzusetzen mit sogenannten Pseudo- oder parawissenschaftlichen Theorien. Mhm. In Amerika insbesondere ist ein ganz wichtiges Thema, dessen sich die Skeptiker annehmen, der sogenannte Kreationismus. Das ist in Amerika inzwischen eine Geisteshaltung, kann man das sagen, Alexa, inzwischen? Oder? Also Sie würden ja bestreiten, dass es eine Religion ist. Ich als Skeptikerin würde es natürlich als Religion bezeichnen. Ja. Aber da scheiden sich eben die Geister. Für einen Kreationisten ist es eine Wissenschaft. Ja, das ist genau das Problem. Also für alle die, denen jetzt der Begriff Kreationismus nicht sagt, die Kreationisten glauben in der Tat, dass die Erde erst 6000 Jahre alt ist und eben die Bibel Gültigkeit hat und nicht Charles Darwin mit seiner Evolutionstheorie. Das heißt, die Erde ist nicht mehrere Milliarden Jahre alt und es hat nicht Dinosaurier gegeben. Der Mensch stammt schon gar nicht vom Affen ab. Und es ist für uns in Deutschland als sehr aufgeklärtes Land vielleicht schwer nachzuvollziehen, aber es gibt tatsächlich Schulen, wo es Lehrbücher gibt, die diese Lehre als Wissenschaft, wie du vorhin schon gesagt hast, beibringen. Was den Kreationismus angeht, gibt es ja Gerichtsurteile, die es verbieten, sozusagen den Kreationismus an sich zu unterrichten, woraufhin man sich dann unter diesen Gläubigen auf einen anderen Begriff, nämlich Intelligent Design, geeinigt hat, einfach um nochmal einen Neustart zu wagen und das Ganze vom verbotenen Kreationismus abzugrenzen. Ja, und auch da gibt es jetzt schon wieder Gerichtsverfahren, weil natürlich das Intelligent Design nichts anderes ist als der Kreationismus mit einem neuen Namen, aber nach dem gleichen Prinzip. Also da sind insbesondere in Amerika die Skeptiker sehr, sehr, sehr aktiv und versuchen da natürlich diese Irrlehre, diesen Irrglauben nicht zur Wissenschaft werden zu lassen, denn überall da, wo es irgendwo den Gottesbezug gibt, handelt es sich natürlich nicht um eine Wissenschaft. Und die Skeptiker in Deutschland, wenn wir da noch kurz drauf kommen, da ist es primär die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, kurz GWUP, ist ein Verein, der 1987 in Deutschland gegründet wurde und auch da geht es eben darum, die pseudowissenschaftlichen oder parawissenschaftlichen
Themen rational zu erklären. Zum Beispiel, wenn man noch ein anderes Beispiel, wir hatten jetzt den Kreationismus in Amerika hatten, wenn man eben solche Dinge wie Wahrsager oder Wünschenroutengänger zum Beispiel nimmt, da ist es ja nicht so, dass der Skeptiker grundsätzlich sagt, es gibt keinen Wahrsager, sondern man muss das eben genauer ausführen und muss sagen, es gibt doch nicht den Beweis dafür, dass es einen gibt. Es geht eben darum zu sagen, wenn jemand von sich behauptet, dass er wahrsagen kann, dass er hell sehen kann, dann müsste man das ja wissenschaftlich prüfen können, wie man ja viele, viele andere Dinge auch wissenschaftlich prüfen kann. Und das ist genau das Problem. Es gibt nach wie vor keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass jemand zuverlässig hell sehen kann. Das liegt also im Bereich des Zufälligen dann auch. Also auch jeder andere könnte das schätzen. Und eben das sind Themen, denen sich die Skeptiker widmen und ja, das ist einfach eine Sache, wo wir zusammen uns seit einigen Monaten, vielleicht seit einem Jahr mit beschäftigen und da immer wieder tiefer in die Materie einsteigen. Wir können da auch mal, um einen für einen anderen Podcast Werbung zu betreiben, den Skeptics Guide to the Universe nennen. Ein unglaublich gut gemachter Podcast der New England Skeptical Society aus Amerika, der einmal in der Woche aufgelegt wird und also ganz toll gemacht ist und den hören wir mit wachsender Begeisterung. Und wir sind dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, auch was beizutragen zur Skeptikerbewegung. Und das ist so unser kleiner Versuch, mit diesem Podcast das zu tun. Jetzt haben wir eben schon von einer Falschmeldung, von einem Streich gesprochen. Kommen wir vielleicht ganz kurz mal zur generellen Struktur, so wie wir uns den Podcast vorstellen, was wir machen wollen. Wir haben uns da so eine kleine Dramaturgie, eine kleine Struktur ausgedacht. Und zwar soll der Podcast im Großen und Ganzen immer so aus, ja, drei Hauptbestandteilen letztendlich bestehen. Also natürlich gibt es eine Einleitung und Begrüßung, so wie wir das heute auch gemacht haben. Und dann soll es einen Block geben, den wir Story der Woche nennen. Vielleicht erzählst du mal, Alexa, was wir uns bei der Story der Woche ausgedacht haben, was wir da machen Sehr wollen. gerne. Ja, also ein Schwerpunkt unseres Podcasts, nicht das einzige Thema, aber ein Schwerpunkt soll sein die moderne Sage. Das liegt für mich als Volkskundlerin nahe, weil ich mich schon während meines Studiums mit modernen Sagen und Erzählforschung beschäftigt habe. Wir können nachher nochmal genauer erklären, was es mit dem Begriff auf sich hat. Auf jeden Fall soll die Story der Woche in diesen Rahmen passen. Und soll so aussehen, dass wir die Geschichte erzählen und offen lassen, ob sie wahr ist oder nicht. Und erst am Schluss der Sendung dieses Rätsel auflösen. Genau. Also die Beschreibung, was ist eine moderne Sage, machen wir gleich. Als zweiten Block haben wir dann uns etwas ausgedacht, das ist bewusst etwas offen formuliert, das Thema der Woche. Da wollen wir uns entweder ein bisschen mit einem thematisch zusammengefassten modernen Mythen, so möchte ich das vielleicht mal formulieren, Alexa, oder generell mit Dingen, die uns Ja. beschäftigen, die vielleicht auch gerade tagesaktuell oder wochenaktuell durch die Medien geistern. Da wollen wir uns einfach suchen, was wir dann skeptisch beleuchten. Da werden wir dann heute auch im Thema der Woche dann was behandeln. Und als letzten Punkt dann eben die Auflösung der Story der Woche, wo dann eben gesagt wird, ob es sich um eine moderne Sage oder eine wahre Geschichte handelt bei der Story der Woche. Und vielleicht da an der Stelle, Alexa, nochmal jetzt die Ausführung. Das ist heute alles ein bisschen durcheinander, weil es der erste Podcast ist, aber wir müssen natürlich beschreiben, was wir machen wollen und wollen auch die Definitionen klar haben. Was genau ist eine moderne Sage? Eine moderne Sage oder auch mit dem englischen Begriff Urban Legend ist eine kurze, skurrile Anekdote, die uns in sehr vielen Gesichtern inzwischen unter die Augen kommt. Und zwar sehr oft wird sie erzählt. Und zwar immer so, dass die Quelle der Erzählung nicht auszumachen ist. Also der Freund eines Freundes eines Freundes hat das und das erlebt. Oder sie begegnet uns durch kleine Zeitungsmeldungen oder auch im Internet, wie gesagt, oft per E-Mail, dann geht es eher in Richtung Hoax.
Man hört für diese modernen Sagen auch ganz oft den Begriff moderne Mythen oder Großstadtlegenden, wobei diese beiden Begriffe ein bisschen gefährlich sind, denn das Wort Legende bezeichnet zum Beispiel eher eine Heiligengeschichte und das Wort Mythos eher eine Geschichte, die mit Göttern zu tun hat. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es der Begriff moderne Sage, der unter anderem von Rolf Wilhelm Bredig geprägt wurde, am ehesten trifft. Also eben wirklich Erzählforschung, die sich damit befasst. Und mit Sicherheit kennt jeder so diese Partygespräche, wo dann gesagt wird, der Freund von einem Freund und dessen Schwester. Und dann wird also eine völlig abstruse Geschichte erzählt Die und natürlich auf jeden Fall wahr ist, das ist ganz auf wichtig. jeden Fall kannst du also wirklich glauben, dass es wirklich passiert. Und man ist aber dann gar nicht in der Lage, genau zu prüfen, ob das wahr ist, weil es ist genau ein Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsgrad mehr, als dass man es dann wirklich an dem Abend nachprüfen kann. Und ganz Genau. klassisch, wenn ich das einfach mal sagen darf, bei dem Gespräch, wenn niemand in der Lage ist, den Namen zum Beispiel zu nennen, dessen der betroffen ist, dann ist das immer schon ein guter Hinweis darauf, dass die Story vielleicht nicht wahr ist. Also wenn einem einer eine völlig Möglich, verrückte ja. Geschichte erzählt und man sagt, wie heißt denn der, dem das passiert ist? Oder wie heißt denn die, der das passiert ist? Und dann kommt, ja, weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachfragen, dann kommt da meistens nichts mehr raus und dann handelt es sich um eine moderne Sage. Jawohl. Ja, das mal so als Definition. Und nach dieser heute vielleicht etwas sehr langen Einleitung, kommen wir jetzt zu unserem ersten angekündigten Programmpunkt, nämlich unserer Story der Woche. Die Story der Woche. Neulich hat mir jemand von einer Frau erzählt, die aus einer Cola-Dose getrunken hat und dann innerhalb weniger Tage unter mysteriösen Umständen verstorben ist. Eine Autopsie hat ergeben, dass sie an Leptospirose fulgurante gestorben ist. Und man hatte dann hinterher festgestellt, dass sie sich infiziert hat, als sie direkt aus der Getränkedose getrunken hat. Denn diese Getränkedose wiederum war verseucht mit trockenem Rattenurin. Und es hieß weiter, dass diese Getränkedosen in Lagern aufbewahrt werden, die also von Ratten bevölkert werden. Und dass, wenn man die Getränkedose nicht stark reinigt, bevor man daraus trinkt, dass man sich infizieren kann. Das heißt also, man soll Getränkedosen unbedingt immer reinigen, bevor man sie weiter benutzt. Denn sie sollen angeblich stärker verseucht sein als öffentliche Toiletten. Ja, so viel zur Story der Woche. Ich könnte euch jetzt schon mal Gedanken darüber machen, ob Alexa euch einen Hoax erzählt hat, eine moderne Sage, oder ob es sich dabei tatsächlich um eine reale Meldung gehandelt hat. Und das war heute eine kurze Story der Woche. Die können demnächst auch durchaus mal länger sein. Das nochmal als Hinweis. Die sind nicht alle so kurz. Aber bevor wir die Geschichte jetzt auflösen, machen wir den Zwischenblock, nämlich das Thema der Woche. Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, wir haben uns als Thema der Woche das Thema Coca-Cola ausgesucht. Das hat den Hintergrund, dass am 8. Mai 1886 das erste Mal Coca-Cola von John Pemberton in Atlanta, Georgia, gebraut worden ist. Und wir sind ein bisschen in Verzug. Wir haben mit den ursprünglichen Planungen für unseren ersten Podcast ja an dem Wochenende zum 8. Mai begonnen. Da war das ein aktuelles Thema. Wir wollen immer ganz gerne ein aktuelles Thema aufgreifen. Das Thema Coca-Cola als solches finden wir aber so spannend, dass wir das jetzt, auch wenn es schon ein bisschen später ist, gerne nochmal aufgreifen wollen. Denn Coca-Cola hat inzwischen hier eine sogenannte Coke Law entwickelt. Alexa, das ist auch ein englischer Begriff. Vielleicht kannst du den auch nochmal so ein bisschen ausführen, was damit gemeint ist. Ja, also ich finde es höchst interessant, dass es diesen Kunstbegriff Coke Law inzwischen gibt. Der setzt sich natürlich aus zwei Wörtern zusammen, Coke und Law. Coke natürlich für Coca-Cola und Law für die Lehre, geht aber zurück auf den Begriff Folklore, was wiederum im Deutschen bedeutet wie Folklore oder Volkskunde. Ja, das ist also ein schönes Kunstwort, was geschaffen worden ist. Und es gibt eine ganze Reihe von, ja,
man muss da jetzt wieder sagen, modernen sagen. Man darf ja nicht Mythos und Legende sagen, das hast du ja Ja, schön erklärt. Geschichten, Gerüchten. Genau, um Coca-Cola. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen mal so die prägnantesten, die es gibt. Wir nehmen nicht alle, weil es gibt da sehr, sehr viel zu. Da kann der geneigte Zuhörer vielleicht selber mal im Internet ein bisschen zu suchen. Aber so ein paar knackige Gerüchte um Coca-Cola herum wollen wir vielleicht mal vorstellen. Ich fange mal vielleicht mit dem ersten an, Alexa. Ziemlich die, wenn ich jetzt sagen würde, Alexa, Coca-Cola ist ursprünglich als Medikament entwickelt worden, dann würdest du sagen. Ist doch Quatsch. Coca-Cola ist eine Limonade und ein reines Freizeit- und Fun-Getränk. Aber die Tatsache sieht in der Tat anders aus. Coca-Cola ist von einem Apotheker entwickelt worden, der tatsächlich gedacht hat, er macht ein Getränk, was belebend wirkt, was Krankheiten entgegenwirken soll. Es hat ja viele, viele, ja, so Wunderheiler in Amerika auch gegeben, die übers Land gezogen sind und irgendwelche Tinkturen verkauft haben, die ja Gesundheit versprochen haben, wenn man sie trinkt. Und genau so eine Tinktur oder Mixtur war auch ursprünglich mal Coca-Cola. Man soll es nicht glauben. Es war als Medikament gedacht. Sehr interessant, wobei die Geschichten das ja dann auch wieder, es ist unglaublich, auf die Spitze treiben und tatsächlich die Meinung umgeht, dass Coca-Cola ein effektives Verhütungsmittel sein soll, was natürlich nicht stimmt. Genau, das ist eine Erfindung. Auch immer wieder wird es diskutiert. Und das ist ja auch der Satz, den Eltern immer sehr gerne benutzen und ein Beispiel, was Eltern sehr gerne zitieren, wenn die Kinder zu viel Coca-Cola trinken. Was im Übrigen auch gar nicht so gut ist, weil Coca-Cola einfach unglaublich viel Zucker enthält und deswegen sollte man es vermeiden. Aber es wird immer gesagt, man soll nicht so viel Cola trinken, weil wenn man ein Stück Fleisch in Coca-Cola hineinhängt, dann würde sich das Fleisch zersetzen. Genau, und genauso kann es dann die Magenwände zersetzen bei zu viel Genuss Gen desselben. genau. Und was sagen wir dazu, Alexa? Das ist natürlich im Prinzip richtig, das Ganze funktioniert aber auch mit Mineralwasser. Man sollte es nicht glauben, denn der entscheidende Stoff, also es funktioniert tatsächlich, dass sich Fleisch ein Stück weit versetzt, auch nicht völlig auflöst, aber ein Stück weit versetzt, ist die Kohlensäure. Und Genau. die ist auch in Mineralwasser mit Kohlensäure drin, als auch in Coca-Cola. Und das ist letztendlich der Stoff, der dafür sorgt, dass sich das Fleisch so ein bisschen zersetzt. Also, liebe Kinder, trinkt ruhig Cola, aber trinkt nicht zu viel, weil zu viel Zucker macht ja auch Durst. Also das mal nach Hinweis. Aber es stimmt, aber es liegt nicht an Coca-Cola, sondern es liegt daran, dass es ein kohlensäurehaltiges Getränk ist. Ja, in dieselbe Kerbe haut übrigens auch die Tatsache, dass angeblich, wenn man einen Zahn in Coca-Cola liegen lässt, der sich auch auflöst. Gleiche Prinzip. Dass Coca-Cola in rauen Mengen für die Zähne schädlich ist, glaube ich gut und gerne, aber auch das wiederum dürfte am Zuckergehalt liegen und nicht unbedingt an der Tatsache, dass da Kohlensäure beteiligt ist. Ja, immer auch wieder wird es zitiert und wird gemunkelt und man überlegt, ist das heute auch noch so? Coca-Cola heißt Coca-Cola, weil da mal Kokain drin war? Das ist ein Gerücht. Nein, das ist tatsächlich wahr. Richtig. Es ist tatsächlich, also Alexa hat das gerade überzeugend gesagt, das war ursprünglich, wie wir ja schon gesagt haben, ein Medikament oder als Medikament gedacht. Und einer der ursprünglichen Bestandteile, also wir reden von 1886, waren tatsächlich auch Coca-Blätter oder Bestandteile von Coca-Blättern. Und da ist natürlich Kokain drin, ist aber ja seit langer, langer Zeit nicht mehr Bestandteil von Coca-Cola und schon gar nicht von der modernen Coca-Cola-Rezeptur. Also ich finde, man merkt schon an diesen ganzen Dingen, die wir jetzt angesprochen haben, das, was auch bei vielen modernen Sagen eine Rolle spielt, nämlich immer so einen erzieherisch-moralischen Aspekt. Also gerade diese Geschichte, trinkt nicht zu viel Coca-Cola, weil sonst euer Magen oder eure Zähne zersetzt werden, hat natürlich so einen erzieherischen Einschlag. Man will einfach verhindern, dass ja vielleicht gerade Kinder eben zu viel von einem Lebensmittel zu sich nehmen, was extreme Mengen von Zucker enthält. Und ich finde, da spiegelt sich ziemlich viel wider, was auch in der Gesellschaft gerade eine Rolle spielt. Wenn man zum Beispiel sich dann solche Meldungen anguckt, wie das Gerücht, dass Al-Qaida Cola vergiftet, also Cola in Dosen vergiftet mit Milzbrand oder Arsen, um eben den Westen zu schädigen, dann hat das natürlich eine ganz klar moralische Dimension einmal.
weil wir gerade für unseren Konsum hier im Westen und den Genuss von Coca-Cola, und Coca-Cola steht auch ganz klar für Amerika, für den Konsum, für den Westen, bestraft werden. Und auf der anderen Seite sieht man auch ganz deutlich, was für Ängste gerade jetzt durch die Gesellschaft geistern, nämlich die Angst vor Terroristen, die Angst vor Al-Qaida. Ja. Ganz wichtiger Aspekt, der uns wahrscheinlich immer wieder auch begleiten wird, wenn wir die Story der Woche vorstellen. Diese modernen Sagen haben eben, wie du es gerade auch ausführlich ausgeführt hast, ich brauche das eigentlich gar nicht wiederholen, aber immer diesen moralischen Aspekt auch dabei. Und das spiegelt sich in der Tat auch in diesen kurzen, kleinen Geschichten wieder. Vielleicht noch ein Gerücht, was ich zumindest auch schon gehört habe, um das nochmal ganz kurz zu nennen, nämlich, dass die Mormonen in Amerika, dass denen der Coca-Cola-Konzern gehört. Ach. Was übrigens auch nicht wahr ist, weil natürlich, wie bei allen weltweit arbeitenden Konzernen, dass eine Aktiengesellschaft mit einem riesigen Aussichtsrat und einer Milliarde, ich übertreibe jetzt aber, sehr, sehr vielen Aktionären letztendlich ist und nein, nein, es sind die Illuminaten. Illuminaten, ja, das ist die nächste. Also beliebig austauschbar irgendwelche Gruppen, denen man dann zugesteht, dass ihnen Coca-Cola gehört. Ja, also das vielleicht als Thema der Woche, unsere kleine Beschäftigung mit der Coca-Cola-Law, mit der Lehre der Coca-Cola. Es gibt viel, viel mehr Geschichten noch. Vielleicht machen wir da nochmal irgendwann eine Nummer drüber und geben da noch ein bisschen mehr Informationen, wenn das gewünscht ist. Da könnt ihr uns gerne Rückmeldung geben. Vielleicht an der Stelle das erste Mal schon mal auch unsere E-Mail-Adresse, an die ihr uns natürlich Kritik senden könnt, uns vielleicht auch mal eine Frage Anregung, schicken könnt. Wünsche. Genau, oder wenn ihr ein Gerücht, was Coca-Cola betrifft, habt, könnt ihr uns das gerne schicken. Wir kümmern uns mal drum, ob das wahr ist oder nicht. Und all diese Sachen, wir sagen dann nachher noch ein bisschen mehr zu, was ihr uns schicken könnt, aber schon mal Kritik, Anregungen, Ideen, sonstige Dinge, schickt bitte an info@hoaxilla.de. Und dann werden wir uns das anschauen und werden das im gegebenen Fall vielleicht auch im nächsten Podcast erwähnen. Ja, was uns dabei ganz wichtig ist, wären im Prinzip zwei Dinge. Das eine, wenn ihr wisst, ich habe eine tolle moderne Sage, also eine Geschichte, die nicht wahr ist, dann schickt uns die bitte. Dann werden wir die bestimmt mal demnächst als Story der Woche einbauen. Dann gibt's ja die Möglichkeit, dass ihr sagt, ich habe eine Geschichte gehört, die ist so verrückt. Vielleicht könnt ihr herausfinden, ob die wahr ist oder nicht. Da würden wir uns auch drum kümmern. Wir können natürlich nicht garantieren, dass wir es wirklich nachweisen können, aber wir würden uns da schon bemühen, Alexa, ne? Und was auch ganz toll wäre natürlich und was wir auch gut gebrauchen können, sind in der Tat Geschichten, die euch passiert sind, die völlig verrückt sind, auch unglaubwürdig klingen, wo ihr aber belegen könnt, dass es sich um wahre Geschichten handelt. Wir haben das am Anfang schon geschildert, also da müssten wir schon wissen, entweder dass es euch selber passiert ist oder eurem Bruder und ihr wart dabei oder eurer Schwester oder eurem besten Freund, sodass wir da so ein bisschen auch den Beleg führen können, weil wenn ihr, sag ich mal, nicht die Person benennen könnt, namentlich mit Namen und Anschrift theoretisch, der diese Geschichte passiert ist, wenn ihr selber es nicht wart, dann wird es schwierig, das als wahr zu klassifizieren, Alexander. Das müssen wir, ja, glaube so ich, ist es, ja, in dieser Art so stark einschränken. Aber jeder hat natürlich vielleicht mal auch eine völlig verrückte Geschichte erlebt. Und ja, wenn ihr da sowas habt, dann schickt uns das bitte. Also nochmal ganz kurz unsere E-Mail-Adresse info@hoaxilla.de. Und ja, wir hoffen, dass ihr euch meldet, dass ihr uns Geschichten mitteilt und dass wir dann den Podcast so ein bisschen auch mit eurem Feedback beleben könnt und worüber wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen würden. Das muss jetzt an der Stelle auch noch ganz gut sein, Alexa, bevor wir dann weitermachen ist. Wenn ihr die Zeit habt, bewertet uns doch mal bei iTunes. Das fänden wir auch ganz toll, dass ihr uns da vielleicht mal kurz eine Kritik schreibt. Insbesondere, wenn es euch gefällt, was wir sehr hoffen. Aber auch sonst Kritik gerne auch per Mail. Oder wenn euch das sehr gut gefällt, dann macht es vielleicht auch bei iTunes. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja. Jetzt wollen wir euch aber auch nicht länger auf die Folter spannen, denn wir haben ja immer noch die Story der Woche nicht aufgeklärt. Und deshalb wollen wir das jetzt nachholen und wollen dafür sorgen, dass ihr wisst, ob es sich bei der Story der Woche um eine moderne Sage oder um eine wahre Geschichte handelt. Die Auflösung.
Ja, Alexa, dann klär uns doch mal auf, ob du uns einen Hoax erzählt hast oder eine wahre Geschichte. Ja, die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, ist tatsächlich eine moderne Sage, also nicht wahr. Es gibt zwar die Krankheit Leptospirose, aber sie wird sicherlich nicht dadurch übertragen, dass man aus ungewaschenen Cola-Dosen oder Getränkedosen trinkt. Diese Geschichte kommt inzwischen ganz häufig als E-Mail daher und hat dann auch einen ganz, ganz offiziellen Touch. Es ist dann eine Mitteilung vom Kantonsspital in Genf, weil die Frau auf dem Genfer See unterwegs war, als sie sich an der Getränkedose infiziert hat. Und da sieht man auch wieder, dass diese modernen Sagen einen hohen Wahrheitsanspruch haben. Nicht Wahrheitsgehalt, sondern Wahrheitsanspruch. Das heißt also, die E-Mail hat dann einen ganz offiziellen Touch und soll auch an möglichst viele Leute weiter verschickt werden. Also nochmal, die ganze Geschichte ist eine moderne Sage. Man sollte natürlich, wenn man den Verdacht hat, dass die Getränkedose dreckig ist, diese vielleicht mal waschen, aber dass sie mit Rattenurin verseucht ist und dass man sich daran anstecken kann mit allen möglichen Krankheiten, das stimmt in der Form nicht. Ja, das ist eine Geschichte, die so ein bisschen auch in die Kerbe schlägt, in die ja im Moment auch so die Werbung so ein bisschen reinhaut, nämlich dass alles steril und völlig lupenrein sein muss. Und da ja, vielleicht auch noch der skeptische Hinweis, natürlich sollte man nicht im Dreck leben, aber es gibt natürlich auch Untersuchungen, die relativ eindeutig belegen, gerade bei Kindern ist das so, dass Kinder, die ja, also Stadtkinder, die in einem völlig sterilen Umfeld aufwachsen, wo also das WC auch mehrfach mit antibakteriellen Mitteln gereinigt wird. Wir reden nicht davon, dass man mal häufiger wischt oder so die Fliesen, sondern wirklich ja so Krankenhaus-Desinfektionsprodukte schon im heimischen Umfeld benutzt werden, dass diese Kinder später deutlich häufiger allergiekrank werden, bis hin zu Asthmaerkrankungen, als Kinder, die auf dem Land leben und ich sag mal ganz platt auch auf dem Misthaufen mal spielen, weil einfach das Immunsystem natürlich durch ein Umfeld, wo es sich mit vielen Bakterien und sonstigen Dingen auseinandersetzen muss, deutlich stärker beansprucht, aber auch trainiert wird. Und also das als Hinweis und auch so als moralischer Aspekt, eben diese übergeordnete Reinheit ist nicht unbedingt sonderlich gut. Natürlich ist es wichtig, sich vor den Mahlzeiten und nach der Toilette die Hände zu waschen. Das ist ja auch im Rahmen der Schweinegrippe immer als eines der ganz wichtigen Aspekte thematisiert worden. Das hatten wir gerade, die Schweinegrippe, Hände waschen. Ne? Also nochmal 30 Sekunden Hände waschen mit Seife und auch zwischen den Händen und den Daumen vor allen Dingen auch nochmal gesondert abwischen. Und aber dann ist es auch gut und dann muss man nicht nur antibakteriell unterwegs sein. Das muss nicht zwingend sein. Also das finde ich ist ein ganz interessanter Gedanke und sicherlich auch zwischen den Zahlen dieser modernen Sage enthalten. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass hier wieder die Ratte als Bösewicht auftaucht. Also die Ratte ist generell unrein. Man muss vor ihr Angst haben und man kann sich durch sie mit furchtbaren Krankheiten anstecken. Das Ganze hatten wir natürlich in der Geschichte schon mal im Rahmen der Pest. Wie sich dann natürlich hinterher herausstellte, war nicht die Ratte selbst der Überträger der Pest, sondern der Rattenfloh. Aber die Ratte hat natürlich einen ganz, ganz schlechten Ruf und ist ein unsauberes Tier und überträgt Krankheiten. Ja, und auch da passt das klar, genau wieder ins Konzept. Ja, so viel zu unserer Premierenausgabe von Hoaxilla. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und bei der Auflösung, bei der Story, die wir heute hatten, bleibt mir ja eigentlich fast nichts anderes übrig, als zu sagen, bleibt sauber. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und ich würde sagen, wir verbleiben bis demnächst bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Macht's gut. Tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, gwup.org, urbanlegendsabout.com, snobs.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Redlich und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record True Production aus dem Jahr 2010.